shit. Here we go again. Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar zu Jurassic World The Game. So, wir sind wieder da. Wir sind am Start. Ich hoffe, die Aufnahme ist jetzt super, nicht so wie im letzten Video. Ich habe nichts vorbereitet, weil ich eigentlich für die Schule was machen sollte, aber ey, ich habe versprochen, dass heute eine Folge kommt. Also mache ich das jetzt schnell. So, sammeln wir mal hier die ganzen Sachen ein. Aha, toll. Ich habe offline ein bisschen was gemacht, beziehungsweise nicht besonders viel. Was ist das hier? Die Protodon. Okay. Beziehungsweise ich habe eigentlich nur gemacht, ich habe sehr viele Wasserviecher gelevelt. Also sehr viele. Ja, ein paar halt. Und ich würde diese Folge einfach weiter leveln ein bisschen. Wenn ihr es mitbekommen habt, es kam gestern kein Jurassic Wednesday, beziehungsweise kein Jurassic Wednesday Video, sondern ein Livestream. Und da haben wir in Jurassic World Evolution auch mal einen kleinen Park angefangen. Warum sammle ich hier eigentlich Geld ein? Denn Dominus bringt mir schon das Ganze. So. Gucken wir mal, ob wir irgendwas Spezielles haben. Gewöhnliche Kreuzungen brauche ich nicht. Highlight brauche ich auch nicht. Neue Fleischfresser brauche ich auch nicht. Einzigartige Fleischfresser auch nicht. Zwillingstreue. Das will ich haben. Das brauche ich. Oh, Apato brauche ich auch noch. Ja, geil. Jetzt brauche ich nur noch einen. Einen einzigen Apato noch. So, hier gibt es noch immer nichts anderes, ne? Nee. Komm. Wieder Apato. Ja, geil. Dann können wir den jetzt Level 40 machen. Nice. So. Mini-DNS. Dann einfach 4000 DNA drin. Und da irgendwas im Gletscher. Also wenn es S-DNS wäre, würde ich jetzt 5 Milliarden davon aufmachen. Aber ist ja nicht. Das mache ich jetzt auch nicht 5000 Mal auf. Weil Indoraptor, das bis ich den rausbekomme. Kleine Krieger, nein. Raubtier oder Beute. Nee. Heute nix da, was ich aufmachen kann. Krass. Komm, einmal kaufen wir uns das Jurassic World Forever. Vielleicht haben wir ja Glück. Wir können insgesamt 16 Packs aufmachen davon. Weil pro Kauf 4 drinnen sind. T-Rex brauchen wir nicht. Ich hoffe einfach auf den Indoraptor. Weil wir brauchen nur noch 4-mal den Indoraptor. Dann können wir ihn Level 40 machen. Ich hab Bock. Ich hab richtig Bock. So. Ja, dann kacken wir jetzt einfach mal drauf. Vielleicht mache ich es offscreen noch. Aber ich will jetzt hier nicht meine Zeit verschwenden. Jahrhundertpaket gibt's auch wieder. Und Ostapo. Ostapo brauche ich auch. Ja, geil. Da freue ich mich. So. Dann machen wir mal kurz einen Goldwert auf. Einfach so. Ja, Pluto brauche ich nicht mehr. Den habe ich schon Level 40 gemacht. So, ich zeige jetzt mal, was ich so für Dinos auf Level 40 gemacht habe. Unter anderem einmal den Achelon, dann den Bacultes, nee, Bacolites, okay, den Indaco, dann den Diplodolichorynchops, genau. Dann den dunklen Osteus.
So wie Edestus. Das sieht doch sehr geil aus. Elasmo. Geo habe ich nur Level 30 gemacht. Kann ich auch gar nicht leveln. Wen habe ich noch gelevelt? Genau hier. Nee. Blödsinn. Wo ist denn der? Hier dann den Ortsankantus und den Pluto. Sieht auch ziemlich nice aus. Warum ich es gemacht habe? Ganz einfach wegen den Wasser-Events. Ich hätte schon gerne das Ornithochirus-Paket. Weil den schalte ich ja dann frei auch. Okay, das machen wir vielleicht später oder so. Silberbelohnungen. Gut, dann, was ich ja letzte Folge versprochen habe, werden wir ihn jetzt noch sechsmal kaufen. Bis gleich. So, wir haben hier zwei Level 20er und hier der Level 21er. Sehe ich großen Unterschied? Nein. Aber wir machen jetzt Level 40. Here we go. First try. Und ich weiß ja, wie er aussieht, Level 40, aber ja, hier ist er der Gute. Einfach wieder voll mit Stacheln. Stachelfresse. Na komm. Bitte. Ach komm schon. Dankeschön. So. Sieht nice aus, oder? Von so auf so. Ja, hat Entwicklung. T-Rex Gen 2 kann sich verpissen. Nein, eigentlich soll er kommen. Ich brauche ihn ja. Juckt nicht. Und Leute, ihr habt wahrscheinlich gerade vorher schon gesehen. Wir können bei ihm was machen. Ein bisschen was, nur. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Nice, Level 20. Und Level 21. Krass, es geht sich um 7 nicht aus. Alter. Naja. Ist ja egal. Dann gucken wir mal. Nein, kümmere du dich drum, ja. Geh mal in die Schlacht. Stufe 44. Alter, wie einfach. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wo ist er denn, der Gute? Alter, wie weit hinten ist denn der? Wie weit hinten ist denn der Brachio? Wo ist der? Hallo? Alter? What the f... Als ob der so weit hinten ist. Der ist sogar schlechter als der Labyrinthodontia. Was? Der ist ja voll schlecht. Oh, ich habe den Megalo und den Lytronax noch Level 30. Oh. Da werde ich mich auch noch kümmern. Akrokantua auch. Level 20 noch. Mal gucken. Vergesst auf jeden Fall nicht, heute wieder im Stream dabei zu sein. Ich bin spätestens, allerspätestens, um 19 Uhr. On Stream. Ja. Sehr wahrscheinlich schon früher. Weil mir das Stream sehr viel Spaß macht und es einfach viel geiler ist, mit Leuten zu interagieren. Und, naja. Es ist einfach nicer. Und deshalb kann es sein, dass es schon früher ist. Vielleicht schon um 16 Uhr, vielleicht doch erst um 20 Uhr. Ich weiß es nicht. Spätestens jetzt. Eins, okay.
Komm, geh sterben. Du hast meinen Raptor getötet. Aber ja. Ist ja egal. Ja, mach. Was ist denn jetzt los? Warum habe ich jetzt noch ein Jahrhundertpaket bekommen? Es ist der Unairynchos. Ich sage, es ist der Unairynchos. Gar keinen Bock auf das Vieh. Hatte ich recht? Nein, es ist das Suchorypterus. Nein, ich hatte am Anfang schon recht. Ey, was soll ich denn mit dem anfangen? Das ist doch... Das ist scheiße. Ich hab den ja schon. Hier. Nee, Blödsinn, ach. Wo ist er denn? Hier. Das war mit dem Indominus Rex mein erster Hybrid. So, wo ist denn der Ostapo hier? Hast du einen Bruder mehr? Oh, jetzt brauche ich nur noch zwei von denen, ne? Einfach ohne ihn überhaupt freigeschaltet zu haben. Level 40 geschafft, ne? Ich brauche wirklich jetzt nur noch zwei davon. Krass. Aber das mit dem Indoraptor dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Also solange jetzt kein irgendwie SDNS-Paket oder irgendwas kommt, sieht das noch mager aus, ne? Die Metrodon habe ich wieder 1200. Aber Velociraptor, das wird nix. Das dauert noch ewig. Ja, wie geht's dir? Oh mein Gott, stimmt. Ich könnte für nächste Folge den Erlifo vorbereiten. Theoretisch. Krass, das werde ich machen. Mal gucken. Ich werde es versuchen. So, dann machen wir jetzt mal den Apato. Auf Level 40, bis gleich. So, dann haben wir den jetzt auch. Komm mal her. Ja, hat sich nicht viel verändert, glaube ich, von 30 auf 40. Ey, komm schon. Immer unnötig Futter kaufen. Weil man einfach auf Level 80 fast noch immer nur 1,6 Mille kaufen kann. Ihr müsst wissen, pro Levelaufstieg kann man ein bisschen mehr bekommen, wenn man es kauft. Aber, ne. Das ist ja... Keine Ahnung. Einfach nein. So, gib mir ein paar Dollar. Dankeschön. Was haben wir hier? Den Signo. Nee, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Ganz vergessen. Wenn ihr euch fragt, warum ich hier ICU-Türme platziert habe. Deshalb. So, was haben wir gesagt? Megalo? Hier. Ich hab gar keinen. Nein, ich muss wirklich wieder Limited Packs farmen. Ey, ich hab gar keinen Bock auf den Kack. Nur wegen den scheiß Pachygalosaurus. Mann. Ja, dann kommst du weg. Bist nicht Level 30? Dann wirst du auch nicht hier bleiben. Selbe gilt für dich, mein Freund. So. Dann, was hat man noch? Gorgo? Kann ich den Gorgo leveln? Ach so, habe ich schon. Ja, dann zeig mir doch das richtige Bild. So, rein mit dir. So, nee, wen hatten wir jetzt noch? Genau, den Akrokanto. Und den Lutronox. Drei Stück brauche ich, zwei habe ich. Vier Stück brauche ich. Och, come on. Vor allem, das Ding ist, ich brauche dann irgendwann nochmal acht. Weil ich damit aus dem ja den Glytronax dingsen kann. Herstellen kann. Wo ist denn der Akrokanto? Ach, hier. Als ob ich keinen Akrokanto mehr habe.
Ich bin mir doch so sicher, dass ich noch einen hab. Komm, wo? So, Deinocheirus, Kentro, Guago, Uteranus, Cerato, Kelenken, Nodus, Milo, Ainio, Pachyrhino, Megatherium, Aleko, Eriops, Cymoxis, Andactopelta, Castornis, Secundonto, Mastodon, Protododon, Darwin, Segno, Amaga, Mitriacanthu, Mammut, Otiotherium, Brachio, Titanobor, Topuxoara, Achillodon, Mosab, Terracentu, Gelicus, Umnosaurus, Edestus, Apatu, Presto, Uero, Procopodon, Stygi, Romaleo, Eudimorphodon, Hyaenodon, Baryonyx, Mastodon, Tylacomimus, Ploto, Eolambia, Procerato, Tanicolagrois. Alter, wollt ihr mir jetzt sagen, ich habe keinen Akrokanto? Ey, das gibt's doch nicht. Kann ich sonst noch irgendwie leveln? Teradostro? Ja, Level 30. So, dann haben wir das auch schon mal. Na, wie geht's dir? Du bist ja immer hässlicher, Alter. Weg mit dir. Bist überhaupt nicht mein Fall. Weg damit. Eudimorphodon, weiß ich, dass wir Level 30 auch machen können? Ja. Dann machen wir das auch mal schnell. So, dann haben wir den Eudimorphodon auch. Der wird ja auch immer hässlicher. Was ist los? Ey, diese Flugsaurier werden immer dann so bunt. Die gefallen mir überhaupt nicht. Oh, what? Lol. Ich nehme wohl gerade zur guten Uhrzeit auf, ne? Ja, geil, einfach wieder alles einsammeln. Stark. Krass. Ich bekomme wieder nur Müll. Alter. Ich bekomme auch gefühlt nie das, was man eigentlich bekommen kann. Eukladoceros. Ah, den habe ich hier. Alles gut. So, wir können jetzt ein VIP-Viech bekommen. Yes. Ja, boi. Guck mal, damals den Akrokanto. Geil. Das ist nice. Nice. So. Gut. Warte, ich will den mal gucken. Wie sieht denn der aus? Das sah auf dem Bild voll cool aus. Ist das der? Ja, das ist der. Eukladoceros. Ach, der ist nice. Geil. Feier ich. Hier ist auch wieder nur Müll, ne? Braucht man alles nicht. Kommen wir uns ein Hyeno. Ist doch egal. Ammoniten. Ah, die habe ich noch gar nicht, ne? Ich glaube, ich habe noch gar keinen Ammoniten. So, dann verkaufen wir irgendwas. Was verkaufen wir? Den Pornoctus. Wie hört die nach? Ist aber einfach zu wenig, muss man einfach sagen. So, irgendein hatten wir jetzt noch, ne? Irgendein Fleischfresser. Genau, hier haben wir noch einen Akrokanto. Was war denn nochmal der dritte, den ich vorher gesagt habe, dass er nicht voll ist? Welcher war denn das jetzt? Ist auch ein Fleischfresser. Lol. Keine Ahnung. Ah, wir können den Pozzerato Level 40 machen. Och, wie geil. Okay, der Titel. Sieht wahrscheinlich, ja, okay, der Titel hat schon alles verraten. Weil ich jetzt schon weiß, wie ich das Video nennen werde. Und ihr das jetzt schon gesehen habt, wie der Titel ist. Proceratosaurus und Velociraptor Gen 2 Level 40. Oder andersrum, keine Ahnung. Ich kann ja nicht 5000 Dinos in den Titel hauen. Ich meine, Apatow haben ja auch Level 40 gemacht, aber werde ich nicht in den Titel geschrieben haben, denke ich mal.
So. Ich bin gespannt, wie der aussieht, Level 40. Ich habe ihn tatsächlich, glaube ich, noch nie gesehen, Level 40. Ich bin mir gerade aber nicht sicher. Aber ich glaube nicht. So, dann hoffen wir mal, dass es das jetzt ein bisschen schneller geht, weil das ist, ja. So. Ich finde es auch sehr interessant. Lol. Oha. Was? Er bekommt so ein richtig langes Horn. Alter, wie geil sieht das denn aus? Der ist schon nice. Oha. Okay, ich wusste tatsächlich noch nicht, wie der aussieht. Ich dachte, der bekommt so ein Horn wie... Warte mal, ich kann es euch gleich zeigen. So, Level 40. Ich dachte, der bekommt so ein Dingshorn, so ein flaches. So ein bisschen spitz, aber trotzdem flach. So abgerundet. Kann ich euch das hier irgendwo zeigen? Ja, sowas hier in die Richtung. So ein Horn. Aber das ist ja voll spitz. Alter, wie geil. Da bekommt jetzt direkt so einen Ehrenplatz. Komm. Wir platzieren ihn direkt hier. Hier passt er gut hin. Das gefällt ihm. Dieser Platz, den findet er cool. Was könnte man hier noch hinschmeißen? Da passt sicher auch noch ein Fleischfresser hin, oder? Hauen wir den Gorgo dahin. Ja, wusste ich's doch. So. Und jetzt noch zwei Echo-Statuen. Zack, zack. Und zack. So. Was machen wir jetzt? Wir sind eh schon auf 20 Minuten. Ey, da freue ich mich richtig drauf. Da bekommen wir so ein Indoraptor-Verzierung. Die sieht ja mal mega nice aus. Die sieht ja echt übelst krass aus. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? So, wartet mal. Wo kann ich denn den Acrocanto bekommen? Dann könnten wir nächste Folge Acrocanto machen. Acrocanto ist auch aus Level 40. Ja, oder? Ja. Zu 5% ist er drin. Oh mein Gott, was? Wir haben den First Try bekommen. Oha. Alter. Lol. Ich bin jetzt, wo ich so vorlaut war, doch nochmal am Überlegen, ob ich den Titel doch anders gemacht habe. Hä? Hey, guck mal, der Judon wird noch immer als stärkster bezeichnet. Ja, okay, warte mal, schauen dann. In Raptor kannst du scheißen drauf. Ja, Mann. Ja, ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit gedacht haben, was labert der für eine Scheiße? Da steht gar nicht Procerato im Titel, sondern Acrocanto. Ja, true. Ey, was? Ich glaube, ich lasse es zukünftig, dass ich in den Videos sage, wie ich meinen Titel nenne. Gut, es wird jetzt was ganz anderes da stehen wahrscheinlich. Aber das ist halt das Lustige. Ich sag am Anfang so, ja, ich werde den Titel so nennen und dann will ich ihn doch umbenennen und dann ist das scheiße und dann seid ihr verwirrt. Gut. Das war's dann an der Stelle komplett. Da wir jetzt eh fast an 30 Minuten grenzen, würde ich sagen, wir machen noch
ein PvP-Kampf mit dem Akrokanto, dem Prozerato und dem Apato. Und das hat sich jetzt gereimt. So, hier haben wir. Sieht schön aus, oder? Gefällt er euch? Ja, ich meine, ist okay, ne? Ich finde ihn cool. So. Jetzt muss ich die ja irgendwie wieder suchen. Was? Der Prozerato ist sogar sehr stark. Oha. Der Krokanto auch. Wo ist der Apato? Hier. Ah, ich habe die gar nicht Level 40 gemacht. Ich bin ja auch lost. Alter, komm. So. Prozerato, Akrokanto und Apato. Wobei ich sagen muss, der Apato ist ziemlich schlecht. Das hier. Ja, dann sind da vorne. So, starten wir mal rein. Jetzt kommen wahrscheinlich drei Amphibien. So wird das sein. Ist das fair? Ich denke nicht. Ja, GG, Bruder, ich bin gleich tot. Und wenn er jetzt nicht angreift, dann muss ich gleich schon nächste Runde safen. Komm, bitte greif an. Tu mir den Gefallen. Scheiße, Mann, ich muss jetzt schon safen. Der Prozerato ist jetzt schon tot. Oh, nein, was? Normalerweise safe die KI immer 2 Punkte, wenn sie weiß, dass sie mich mit 2 Punkten töten kann. Was? Du hast mich angegriffen? Was bist du denn für einer? Sonst geht's dir gut? Okay, jetzt setz alle ein. Alle. Ich hab 2 Verteidigungen, 2 Safe, denkt er. Komm. Wir wissen beide, dass du es machen wirst. Tu es. Was ist denn los mit dir heute? Warum greifst du nur nicht an? Ach, er macht das jetzt, okay. Er will jetzt die Strategie machen. So, jetzt setzt er aber alle ein. Könnt ihr mir nichts sagen? Also, wenn er jetzt nicht alles einsetzt, dann weiß ich auch nicht. Ja. Ha, Opfer ist tot. Na, schöne Prozerato, ne? Naja, egal. Akrokantosaurus, yay. 1-2, 1-3, 1-3. Und zack. Die Metrokanus. Also ich muss sagen, designtechnisch haben die nicht viel geändert. Ja, er wird blau und rot und so. Aber ich weiß nicht, ob ich das feiere, ganz ehrlich. Ich finde das nicht so krass. Hätten die mehr machen können. Was? Hätte ich 4 Punkte eingesetzt, wäre auch schon tot gewesen. Ach, lol. Er setzt alles ein. GG an dich. Nein! Nein, wir haben verkackt. Wir haben verkackt, Leute. Wir sind tot. Der Apato kann ja nix. Ey, nein. 300 Schaden. Und er hat 4000 Leben. Und, oh Gott. Ey, nee. Jawohl, mit 8 Punkten können wir es noch gewinnen. Wird schon hinhauen. Hoffe ich. Okay. Er hat nichts gemacht. Das heißt, er hat 2 Verteidigungen gemacht. Mit 6 Punkten ist er tot.
Yes, wir haben gewonnen. Apato rasiert alles. Bam. Gewonnen. Ja, geil. Du bist ein Loser. Rias Tega ist schlecht. Eigentlich nicht, aber egal. Ein Deodicurus. Was bist du denn für ein Drecksvieh? Interessenbasierte Werbung. Jemand bleibt dich wieder dazu auf meine Werbung. Wenn die zu greifen und wieder. Ha, lol. Okay, Leute. Somit würde ich sagen, was ist mit dem Video? Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao.